Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Jedi The Fallen Order. Ja, lass mir doch bitte einen Like da und vielleicht hast du ja Lust, dieses Video zu teilen, damit wir ein paar mehr Klicks hier generieren als nur 36 wie bei der letzten Folge. Aber das ist mir relativ wurscht. Ich weiß, diese Serie hat große und kleine Fans. Wenn es auch numerisch nicht so viele sein mögen. Dennoch, ich freue mich total, hier wieder zurück zu sein auf dem wunderschönen, naja, nicht mehr ganz so schönen Planeten Kashyyyk. Ich hoffe, du bist bei bester Gesundheit und ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit ihr nicht. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Wir fragen mal. Keine gute Idee. Ich fürchte, du stürzt dich von einer Gefahr in die nächste. Wie bitte? Ich fliege mein Schiff mitten rein ins Schlachtfeld und wir reden jetzt über Gefahren? Ihr hättet mich aufhalten können. Ich soll dich auf deinem Weg begleiten und ihn nicht für dich auswählen. Hier ist mein Ratschlag. Das Imperium eroberte hunderte Welten. Saw hat Kashyyyk nicht ohne Grund gewählt. Saw hat vielleicht andere Ziele als wir. Wir sollten uns vorsehen. Danke, ich werde daran denken. Okay. So. Was ist denn unser Auftrag jetzt? Finde Tafel of Kashyyyk. Ich möchte gerade trotzdem mal ein paar Sachen hier checken. Ich glaube, wir machen das Video mal ein bisschen länger, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Denn, ja, ich war ein bisschen krank gewesen jetzt. Zum Glück kein Corona. Und Hörscrew. Ah, ach so, krass. Wir haben andere Unterklamotten. Ja, nehmen wir mal das neue. Und BD1 hätte ich gerne in einer anderen Farbe, habe ich gerade beschlossen, als ich ihn so ganz in Rot, das ist mir doch ein bisschen, ich finde das mit den Rallye-Streifen eigentlich cooler. Machen wir es so mit den Rallye-Streifen, das hatten wir schon mal. Das ist eigentlich ganz nice. So. Ausweichen, angreifen. Langsam, Machtschub. Parieren, blocken, Magnet. Magnet haben wir aber noch, glaube ich, gar nicht. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. So, dann gehen wir mal hier lang. Ach, geil. Die gehören doch auch irgendwie mit zu den coolsten Droiden in Star Wars, oder? Als haben die da ein Kind oder Lilliputana reingesteckt oder was dann damals, als sie den Film gedreht haben. Schauen wir mal. BD1, was willst du? Was hast du? Gronk-Droide. Imperiale Technologie. Zweitens. Ach, Gonk-Droide. EG-6 Energiedroiden, die auch als Gonk-Droiden bezeichnet werden, fungieren als tragbare Energiegeneratoren bei mobilen Operationen oder in Situationen ohne stabile Energiequelle. Sie werden von Zivilisten und dem Militär gleichermaßen genutzt und erzeugen häufig ein Geräusch, das wie das Wort Gonk klingt. Gonk, ist es nicht ein berühmter YouTuber? So, der Gonk-Influencer. So. Huch, hier ist Terror. So. Naja. Sehr schön. Waffenlager. Diese speziellen imperialen Flammenwerfer wurden modernisiert, um die Fauna von Kashyyyk effizienter zu verbrennen. Das ist doch schon mal ein Hinweis auf einen Gegnertyp. Wir müssen geradeaus. Wir sehen ganz cool aus jetzt in grün. Das passt nämlich total zu Kashyyyk. Aber der Basti ist ja ein Fashion-Victim. Und da passt jetzt leider nicht mehr der Poncho dazu. Der schon mal gar nicht. So, da sieht das besser aus. Oder? Was sagt er? Ich liebe diese Grafik. Habe ich das schon mal gesagt? Ich kann mich nicht satt sehen an diesem Spiel, aber ich wiederhole mich hier, glaube ich, zum 1.000.000. Mal. Aber es sieht einfach so toll aus. Es war so überfällig, dass man mal ein grafisch opulentes Star Wars Game hat. Naja, wir müssen sogar hier lang.
Da runter wollen wir auf jeden Fall nicht. Und wir bewegen uns vorsichtig und mit. Vielleicht liegt da was. Bedacht. Ja, vielleicht liegt da was. Aha. Ah, warte mal. Gerade was entdeckt. Na gut, das war nix. So. Kann ich hier? Nee, kann ich gar nicht. Okay. Au! Au! Das zu dem Thema. Au, weg. Weg. Habe ich dich da fast? Aua! Au! Au! Hat die mich gelurrt, ey. Hab ich dich aber. Eieiei! Der letzte Hit war unnötig, beziehungsweise die letzten zwei. Da denkt man dann so, ah, jetzt habe ich dich im Sack, ne? Und zack, ist das halbe Leben weg. So, scannen wir mal. Ja. Jetzt passt allerdings BD, zwei hier. Ne, BD1 heißt ja, ne? Nicht mehr zu unseren Klamotten. Wie Schock. Greife von hinten an, wenn die Kreatur von einer anderen Beute abgelenkt wird. Aha. Pariere seinen Ausfallangriff und es, um es schnell auszuschalten. Okay. Wyschoks, also auch geil, das mit 3 Y zu schreiben. Wyschoks sind hochintelligente, mehrbeinige Raubtiere. Sie begegnen den meisten fühlenden Lebensformen extrem aggressiv und sondern ein klebriges Enzym ab, um ihre Beute einzuspinnen. Ah, das waren wahrscheinlich diese 3 Bällchen, die uns immer entgegengeflogen sind. Ehe sie mit ihrem giftigen Fangzähnen attackieren. Sie umgehen jeden Gegner äußerst geschickt und lauern in Baumkronen oder brechen aus unterirdischen Verstecken durch den Boden. Gegner, die von einem Netzangriff getroffen werden, sollten sich aus dem Netz befreien, bevor der Wyschok in Bissreichweite ist. Die Feindseligkeit dieser Wesen könnte allerdings strategische Möglichkeiten für Überraschungsangriffe von hinten eröffnen. Trotz ihrer bemerkenswerten Wendigkeit können Angriffe auf Kopf oder Gliesmaßen das richtige Mittel sein, um sie auszuschalten. Ja, ich glaube, die kamen aus dem Boden, ne? So, BD1, dann müssen wir mal hier. Aber ich, tut mir leid, das geht nicht anders. Der passt jetzt da nicht mehr so richtig zu. Komm, dann nehmen wir dann mal den Weiß Blau. So. Ist es besser? Ja, bin ich schon. So, Upgrade beschaffen. Was passiert jetzt? Wie viel Strom kannst du leiten? Mhm. Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Hopp. So, was haben wir jetzt? Überladen. BD1 kann jetzt Maschinen ein- und ausschalten. Sehr schön. Lichtschwert anpassen müssen wir nicht. Wir müssen jetzt vor allen Dingen mal weitermachen. Wir klettern hier mal hoch. Das ist wahrscheinlich das hier. Nee, doch. Ups, überladen. Ah, ja. Ah. Aha. Okay. Und wie kommen wir da hinten hoch? Ah. Überladen, beenden. War das jetzt sinnvoll, was ich gemacht habe? Ne, hier kann ich ja. Wie komme ich jetzt hier hoch? Das wird mich mal. Ach, da geht's auch lang. Warte mal. Schauen wir mal. Da ist es dann aber rot. Und was ist.
Da brauchen wir gar nicht lang gehen, der ist ja rot. Naja, kommt da vielleicht nochmal was oder so? Ich weiß es nicht. Nee, du bleibst mal hier. Ja, aber wenn das so wandert, dann... Komm her, BD1. Dann können wir ja nicht uns da dranhängen, ne? Aber wie kommt man denn zu dem Bällchen da hinten? Vielleicht hat der ein oder andere ja schon eine Idee. Können wir da hinten durch die, durch das Gehölz durch? Nee, Gehölz. So. So, nee, hier war... Ah ja, doch, jetzt kommen wir hier nämlich weiter. Naja, wir schauen mal. Ich muss das Ding überladen. Mhm. Ah ja, verstehe. Dann halte ich es einfach an, wa? Ja. Sehr hilfreich. Da, was sind das für Viecher? Ach, scheiße. So, reicht aber. Au! Oh. Aha. Interessant. BD1, was ist das denn? Check das mal. Flammenkäfer. Flammenkäfer. Fliegendes Ungeziefer mit entflammbarem Hinterteil. Quasi das Star Wars Pendant zu unserem Glühwürmchen. Geht in unmittelbarer Nähe oder nach dem Tod spontan in Flammen auf. Der lästige Flammenkäfer ist ein fliegender Insektoid mit einem biolumineszierenden entflammbaren Hinterteil. Diese Kreatur synthetisiert aus der örtlichen Flora gewonnene Chemikalien zu einem hochentzündlichen Derivat. In der Umgebung dieser Kreatur ist daher äußerste Vorsicht geboten. Apropos Star Wars, ich habe Disney Plus mir abgecheckt, gleich ein Jahresabo abgeschlossen und habe jetzt gestern The Phantom Menace mir angeguckt. Ich werde jetzt alle Star Wars... Nein! Oh. Ich werde jetzt alle Star Wars Filme in Reihenfolge schauen, habe ich beschlossen. Inklusive Clone Wars. Ich weiß nur noch nicht, also Disney Plus sortiert das schon so vor. Temporär, da gibt es extra so eine, ja wie so eine Playlist. Wo das dann, nicht temporär, sondern chronologisch, so. Ich weiß nur noch nicht, wo ich The Mandalorian einsortieren muss, chronologisch. Ich will das mal alles in chronologischer Reihenfolge gucken, ne? Da bin ich im Waldchen beschäftigt. So, jetzt muss ich mal ruhig sein. Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Oh. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf, da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm her. Neues Ziel. Sieht wieder klasse aus, ey. Wahnsinn. Ich hoffe, da kommt auch mal ein Add-on dazu. Ich spiele das Spiel ja gar nicht offscreen, von daher... Ui. Ah ja, wir können meditieren. Von daher hoffe ich mal, dass wir hier noch ein bisschen vor uns haben.
Ich glaube, bei paar 30% sind wir jetzt. 34% oder so. 3 Punkte verfügbar. Drei Punkte. Kombo-Verzögerung. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Cal seinen Doppelgelenk nicht mehr geschwungen hat, kann er eine Reihe von Angriffen ausführen, die hohen Schaden verursachen. Das gleiche haben wir hier ja auch schon. Ist nicht so einfach dann im Kampf zu realisieren, für mich jedenfalls. Ausweichender Tritt. Greift Cal nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Das ist eigentlich ganz cool. Talent anzeigen. Zack. Ah, das ist eigentlich ganz geil, ne? Das behalten wir uns mal vor. Rückstoß sich nicht so. Gruppen verlangsamen. Cals maximale Macht erhöht sich. Massenschub. Das ist eigentlich auch ganz geil. Also ausweichender Tritt machen wir mal. Zack. Das finde ich cool. Das gefällt mir gut. Auch ganz nice. Ein Luftangriff, mit dem Cal Aber ich finde das dann noch ein bisschen cooler. Glaube ich. Bam. Halte Right Trigger gedrückt. Okay. Aber wegfliegen tun die jetzt auch nicht, ne? Was haben wir hier noch? Auch nicht so schlecht. Wir lernen Massenschub. Und ich gucke mir das nochmal an. Ach, was soll's. Okay, und dann müssen wir jetzt noch meditieren. Ausruhen. Checken das mal aus. Zack. Das war's schon, ne? Das war's nicht. Okay, und das gleiche wäre dann hier mit dem. Zack. Man braucht halt echt eine Pause. Und das im Kampf finde ich halt echt schwierig, ne? So, dann gehen wir hier runter. Ja. Da hinten ist was. Das ist das Ding hier. Da sind Sturmtruppen. Da drüben. Einer der Cutter läuft. Wollen wir jetzt die Doppelklinge das erste Mal hier... Sollen wir es melden? Ah. Nicht das Glück! Na komm, schick mal. Naja, den. Ich dachte, Draconius, hattest du nicht gesagt, dann, dass das auch auf den Gegner zurückgeworfen wird? Du wirst einen Fehler machen. Das ist auch ein cooles Talent. Wo bist du hin? Okay, jetzt ist mal. Na. Au. Also der lenkt da auch nur den ersten Schuss dann zum Gegner. Das gibt's bei dem normalen Lichtschwert ja auch, dass man, ist das hier eine reine Spawnhöhle oder was ist das hier? Nee, das ist was. Das gibt's bei dem Lichtschwert ja auch, dass man gedrückt halten kann und die
kommenden dann reflektiert, allerdings dann eben nicht mehr auf den Gegner. Okay, Krieger ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Ah, der Helm eines Spookies, der wurde dann für den Krieger zurückgelassen. Okay. So, Leute, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss leider nochmal BD1 hier umfärben, ey. Er bleibt rot. So. Auf. An alle Einheiten. Wir haben gerade den Kontakt zur Brandstation 119 Grid verloren. Aber ein Feind. Okay. Soll hier raufkommen. Na, kommt her. Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Oh. Das ist der Jedi. Na, was mit dem? Lol. Jetzt mal hier, warte mal. Er hat eine gute Abwehr. Aua. Er hat Schaden erlitten. Er ist zu schnell. Alle verbündeten Einheiten am Bogen. Nur ein Schwacher. Okay. Ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Doppelklingen, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie gefallen die mir nicht. Außerdem ist mein Griff jetzt auch so hässlich lang. Ich hätte gern ein klassisches Lichtschwert einfach. Oh. Der ist ein Freund von Doppelklingen. Ein Jedi. Dafür bin ich auch. Ein Jedi. Wollt ihr schon wieder weg? Nein, Hilfe! Boah. Die anderen. Aua. Zurück. Ich werde nicht verlieren. Nicht so cool, also diesen Ausweichtritt, den habe ich jetzt nicht geschafft. Du gehörst mir, Verräter. Oh. Du besiegst mich nicht. Ach, da oben ist Saul, okay. Energiestab Auslöschungstruppler kann nach Paraden zum Gegenangriff übergehen. Bleibe wachsam. Vernachlässigt nach einem Komboangriff kurzzeitig die Verteidigung. Auslöschungstruppler sind Jäger der imperialen Inquisition, die Überlebende des verräterischen Ordens der Jedi aufspüren. Sie operieren in den Schatten und bereisen die gesamte Galaxis, um die Inquisitoren auf ihrer dunklen Mission zu unterstützen. Diese spezialisierte Klasse vertraut im Kampf primär auf Energiestäbe und ist für jeden Gegner mit Lichtschwert eine tödliche Herausforderung. Ihre Beweglichkeit und ihre Rachegelüste manifestieren sich in einer tödlichen Kombination aus intuitiven Gegenangriffen und trainierten Manövern. Lüftung offen! Los! Hm? Nee. Ach, hier durch. Naja, okay. Naja. War schön gemacht. Eng was, BD. Sie kommen durch die Wände! Auf ihr Nest! Ist das nicht so
keine Chance gegen uns. Aua. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Ja, dann versuch das mal. Aua, shit. Okay, wieder was gelernt. Oh. So, Flammenwerfer-Truppler. Ne, Flammentruppler. So, finde Wege, den Truppler zu umgehen. Flammenwerfer muss nach jedem Einsatz abkühlen. Ah, okay. Verkürze den Abstand und greife an. Flammentruppler sind spezialisierte Kommandos, die die Kriegsmaschinerie des galaktischen Imperiums unterstützen. Der Flammenwerfer dieser mit Brandwaffen hocheffizienten Einheit hat eine Reichweite von etwa 10 Metern und damit einen breiten, aber kurzen Wirkungsbereich. Aufgrund ihrer begrenzten Beweglichkeit setzen sie ihre Waffe ein, um die Bewegungsfreiheit des Ziels einzuschränken und es in Position zu bringen. Ihr Flammenwerfer ist zwar tödlich, verwendet aber entzündliche Substanzen, die ein Abkühlen der Waffe erforderlich machen. Interessant. Wir bräuchten mal... Ah, nein, nein. Ach, das wollte ich gar nicht. Okay, naja. Da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Können wir hier hoch? Nee. Okay. Ja, dann müssen wir da rüber. Hep. Hep. Ah ja. Sehr gut. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? What? Alter. Alter. Ah. Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ah, nee. Ah, hier. Oh. So, und hier können wir nämlich meditieren. Perfekt. Und, ach Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt, das bietet sich jetzt einfach an und ich würde sagen, du schaltest einfach in der nächsten Folge ein. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.